Hallo, ich bin Oka, bin Oka Nikolov, bin 44 Jahre alt und ich bin geboren in Erbach und habe lange in Sandbach gewohnt. Ich hatte eine super Kindheit. Es ist halt, wenn du hier aufgewachsen bist, du konntest aus der Haustür raus, konntest den ganzen Tag auf dem Sportplatz verbringen, auf dem Spielplatz und das war überhaupt kein Problem und jeder kannte jeden und wir waren ja alle Nationalitäten, wir waren. Es ist alles so gemischt gewesen: Spanier, Türken, damals noch Jugoslawien, jetzt Mazedonien, Serbien, Kroaten, Portugiesen. Das war für uns normal. Das ist, so sind wir aufgewachsen. Oka Nikolow, der ehemalige Torwart von Eintracht Frankfurt, ist einer von 22 Menschen aus dem Odenwaldkreis, die für das Projekt Odenwälder Köpfe interviewt wurden. In der nächsten Stunde stellen wir Ihnen diese Odenwälder Köpfe und die Menschen hinter dem Projekt vor. Zum Beispiel die 50 Berufs-, Haupt- und Realschüler, die die Interviews geführt haben. Die Idee des vom Land Hessen geförderten und von HR2 Kultur entwickelten Projektes war, die Generationen ins Gespräch zu bringen. Wie das gelungen ist, davon kann sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen. Die Multimedia-Reportage Odenwälder Köpfe auf der Webseite hr2.de/literaturland stellt die 22 Odenwälder mit ihren Lebensgeschichten in Bild und Ton vor. Und die Jugendlichen, die die Geschichten in langen Gesprächen zutage gefördert haben. Geschichten von Kindheit und Jugend im Odenwald und von verschlungenen Lebenswegen. Geschichten, die davon berichten, wie der Odenwald für viele zur Heimat wurde und warum die weite Welt hier so nahe liegt. Der Fußballprofi Oka Nikolow zum Beispiel ist in Erbach geboren und in Sandbach aufgewachsen. Zurzeit lebt er als Trainer in den USA. Die Schüler der 8. Hauptschulklasse der Ernst-Göbel-Schule in Erbach erwischten ihn bei seinem Heimaturlaub und luden ihn zum Interview in seine alte Schule, die Ernst-Göbel-Schule, ein. Das ist meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, habe viele Freunde hier. Ja, hier sind meine Wurzeln und das ist schwer zu sagen, was jetzt ganz besonders mir gefällt. Meine Familie und Freunde sind hier und das ist das Hauptsächliche. Oka Nikolow war für die Schüler der prominenteste, aber nur einer von 5 Gesprächspartnern. Eine andere, Ilse Schmaus. Sie hat lange Zeit als Lehrerin an der Ernst-Göbel-Schule gearbeitet und erzählte den Schülerinnen und Schülern von ihrer Kindheit. Damals gab es an der Mümling eine ganze Reihe Mühlen und in König gab es eine nach Kimmach zu eine Ölmühle. Und da bin ich mit meinem Papa immer in den Wald gegangen und habe Bucheggern gelesen. Und dann haben wir so eimerweise die Bucheggern in diese Mühle gebracht, damit das Öl daraus gemahlen wird. Und zur Heidelbeerzeit bin ich dann in den Wald gegangen, da haben wir Heidelbeeren gepflückt, die konnte man dann auch verkaufen. Und da hatte ich ein bisschen Taschengeld. Und rundum habe ich halt das Leben auf dem Dorf genossen. Bin damals in Krumbach auf die Kerb zum Tanzen gegangen. Bin damals nach Bad König, da gab es auch schon so kleine Tanzlokale, da war ich auch zugange. Und dann habe ich in der Mümling habe ich schwimmen gelernt. Als ich 12 war, begann ich Klavierunterricht zu haben. Und da bin ich immer dann mit dem Fahrrad zu meiner Klavierlehrerin gefahren. Das war nicht weit. Kennt vielleicht die Lützefabrik, die ist ganz in der Nähe von Höxter. Und hatte dort meine Klavierstunde. Und irgendwann, ich weiß nicht wie, dachte ich möchte Orgel spielen lernen. Und dann habe ich gelernt, Orgel zu spielen, hatte Orgelunterricht in Bad König und ja, für 4, 5 Jahre und habe dann auch in Krumbach und in dem Nachbardorf in Hummetroth und in Etzengesäß sonntags immer die Orgel gespielt. Die Hörspielautorin Ina Verse-Wiskott hat die Schüler auf die Interviews mit den Gesprächspartnern vorbereitet. Also das Besondere an diesem Projekt jetzt war für mich eigentlich vor allem die Klasse, also wie die Schüler mitgemacht haben, wie sie sich interessiert haben. Also 12 Schüler, wir haben hier eine kleine Klasse. Dass wir da zu 12 gesessen haben, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde zugehört haben. Und das kann für andere auch inspirierend sein, eben sich wirklich für die Mitmenschen zu interessieren.
Fragen zu stellen, aber ganz genau zuzuhören und die Menschen auch reden zu lassen. Die Schüler haben das gegenseitig geübt und so weiter, wie man Fragen stellen kann, bei denen man dann die Fragen am Ende rausschneidet, also wie eine Erzählung entsteht. Antonia Ambrosio betreut die 12 Schüler der 8. Hauptschulklasse in der Ernst-Göbel-Schule und hat das Erzählprojekt im Schulalltag möglich gemacht. Meine Kollegin Petra und ich haben überlegt, wer ist denn so interessant, ja, oder wer könnte so viel zu erzählen haben, dass derjenige in Frage kommt für das Projekt. Und relativ schnell haben wir eigentlich konkrete Leute, Menschen im Kopf gehabt. Und wir haben uns das dann aufgeteilt. Sie hat manche angerufen und ich. Und wir hatten außer bei einem Glück und alle haben zugesagt. Zugesagt hat auch Eleonore Resch, eine Friseurin, die einen Familienbetrieb modernisiert hat. Außerdem Selva Ergen, eine Altenpflegerin, die als Jugendliche aus der Türkei nach Erbach kam, und Biobauer Helmut Geidel, der sein Berufsleben als Ingenieur bei dem Reifenhersteller Pirelli verbracht hat. Mein Name ist Helmut Geidel, ich bin 65 Jahre alt, geboren bin ich in Bad König. Da habe ich die Grundschule besucht und die Realschule, habe dann eine Berufsausbildung gemacht bei der Firma Merck in Darmstadt als Chemielaborant. Dann habe ich den Grundwehrdienst abgeleistet und ging dann nochmal auf die Fachhochschule und habe meinen Chemieingenieur gemacht. Als Kind wollte ich Förster werden, was ganz anderes. Und wie das Leben so spielt, ich durfte nicht. Warum auch immer, hatten meine Eltern entschieden, nein, Förster wirst du nicht. Ich bereue es heute noch ein bisschen, denn ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof bei meinem Großvater. Der hatte 3 Kühe, eine Metzgerei und Pension. Das heißt 3 Beine, wo er davon leben konnte. Und ich habe da in dieser Beziehung mit dem Großvater eine wunderbare Jugend verbracht. Für ein Kind ein Traum. Ich war in Bad König in der Grundschule im Odenwald. Und es war für mich nicht einfach. Ich habe Dialekt gesprochen und dann kam Deutsch. In Deutsch war ich dann sehr schlecht im Schriftverkehr, weil im Ohr war der Dialekt. Und dann habe ich also diese Grundschule gemacht und die Realschule in Bad König. Dann ging es zum Merck. Und dann bin ich noch mit der sogenannten Dampflok gefahren. Dann wurde morgens aufgestanden, 4:45, runtergelaufen zum Bahnhof. Da hatte man schon von Zell gehört, kam die Dampflok, hat schön gepustet. Aber die war immer pünktlich, muss ich vorstellen. Ein klasse Zug, auch die Geschwindigkeit, fantastisch. Und dann ging es eine Stunde nach Darmstadt, hat man dann geschlafen. Und dann ging es rüber zur Firma Merck, die hat ein wunderbares Lehrlabor gehabt. Die haben sich große Mühe gemacht mit uns, das war 3,5 Jahre. Eine gute Zeit bei der Firma Merck. Und dann 30 Jahre bei Pirelli in den verschiedensten Abteilungen. Ich selbst habe dann schon nochmal in Firmen außerhalb von Deutschland, Pirelli-Firmen geholfen. Ich war mal in China, in Brasilien und da wird ein Autoreifen gebaut. Das ist das Entscheidende eigentlich. Helmut Geidel über seine Erfahrungen in einem internationalen Konzern in Höchst im Odenwald. Die Altenpflegerin Selva Ergen kam im Alter von 9 Jahren in den Odenwald, weil ihr Vater als Gastarbeiter bei Pirelli arbeitete. Ich heiße Selva Ergen, bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder, komme aus der Türkei, Sivas. Ich war fleißig. Ich habe wirklich sehr, sehr schnell Deutsch gelernt. Damals hatte ich das Glück, wie ich mit meinem 9. Lebensjahr hergekommen bin, war eine Lehrerin bereit, die mir jeden Tag nach dem Schulunterricht eine Stunde mit Bildern hat sie mir dann Sachen gezeigt. Mein Vater hat mich viel unterstützt. Er hat mir Bilderbücher gekauft, obwohl er selbst immer noch kein Deutsch kann. Er konnte kein Deutsch. Mama war Analphabet, aber ich frage mich nur, wie ich das gemeistert habe, später meinen Realschulabschluss zu machen. Seit 4 Jahren arbeite ich bei der Sozialstation. Ältere Menschen, die daheim sind, brauchen wirklich jemanden, der mit ihnen spricht. Es ist nicht nur pflegerische Leistung, was wir tun, sondern einfach Seelsorge, mit den Leuten sich unterhalten. Diese Kontaktfreudigkeit gefällt mir. Die älteren Menschen brauchen mich, sage ich mir, und ich brauche sie. Das tut mir gut, die Arbeit, weil später die Leute lächelnd und strahlend zu sehen nach meiner Arbeit, bringt mir viel Freude. Und da sage ich mir einfach, Sozialstation ist das Beste, was ich mir je angetan habe. Interviewt wurden Selva Ergen, Helmut Geidel, Ilse Schmaus, Oka Nikolov und Ello Resch von 8-Klässlern der Ernst-Göbel-Schule. Dass ihre Stimmen in den Erzählungen der Interviewpartner gar nicht zu hören sind, davon musste man sie zuerst überzeugen. Dafür sollen sie jetzt zu Wort kommen.
Ich bin die Sudenas, bin 15 Jahre alt, wohne in Höchst, bin hier aufgewachsen. Wir haben zusammen mit Dalia die Frau Rech interviewt. Ich möchte gerne Ärztin werden, dafür brauche ich Abi. Wenn es nicht klappt, dann Friseurin. Mein Name ist Seha, bin 15 Jahre alt, komme aus Griechenland, aber ich lebe hier seit 7 Jahren im Höchst, also im Odenwald. Ich habe mit meinem Partner Asya den Frau Ergen interviewt. Ich war die Techniker. Hallo, ich bin die Asya Hanin, bin 14 Jahre alt, ich bin in Erbach geboren, wohne in Höchst. Meine Eltern sind auch in Erbach geboren, aber meine Großeltern kommen aus Griechenland. Hallo, ich bin der Claudius, bin 13 Jahre alt. Ich habe mir den Oka Nikolov rausgesucht, aber an dem Tag, wo ich ihn interviewen musste, ging es mir nicht so gut, also konnte ich ihn nicht interviewen. Ich bin der Daniel Fröhlich, ich bin 16 Jahre alt, wohne in Höchst-Hetschbach. Also ich habe die Fragen vorbereitet für Oka Nikolov. Ich bin Necmi Kotsavili, bin 13 Jahre alt, bin Muslime, bin hier in Deutschland geboren, in Erbach und wohne hier in Höchst und möchte auch für immer hier bleiben. Meine Eltern kommen aus Thrakien, das ist in Griechenland, Altosmanisches Reich, und das ist meine Heimat. Das besuche ich in den Sommerferien. Mir gefällt es in Odenwald sehr gut, weil hier ist frische Luft, schöne Menschen, Freundschaft, alles ist hier. Hallo, ich bin der Tibor Neff, bin 14 Jahre alt, wohne in Höchst. Also ich möchte mal als KZ-Mechaniker arbeiten oder als Sandmaschinenmechaniker. Ich habe bei der Frau Schmaus habe ich die Technik gemacht und es war sehr spannend, ja. Hallo, ich bin der Adrian Mohammed Imram, ich bin 14 Jahre alt, bin in Böblingen geboren, wohne in Höchst am Odenwald. Meine Mutter ist Türkin, mein Vater ist Deutsche. Es ist recht schön hier, es wird auch nicht so schnell langweilig. Hallo, ich bin Özge, bin 15 Jahre alt, bin Türke, bin in Erbach geboren. Also meine Eltern sind in Griechenland geboren, die sind hierher gekommen wegen der Arbeit. Mein Vater bei Prelli und meine Mutter halt Hausfrau. Ich hatte 2 Aufgaben, einmal bei Helmut Geidel habe ich die Fragen gestellt und bei Oka Nikolov habe ich Technik gemacht. Hallo, ich bin die Dalia Chassan. Ich bin 13 Jahre alt, bin in Erbach geboren und bin in Höchst aufgewachsen. Also ich habe die Frau Rech interviewt, weil ich ja auch den Beruf Friseurin lernen möchte. Ello Rech hatte lange Zeit einen Friseursalon in Erbach, den sie aus Familientradition weitergeführt hat. Mein Name ist Eleonore Rech. Gerufen werde ich Ello, so kennen Sie mich auch alle hier. Ich wohne in der Erbacher Straße, betreibe seit 53 Jahren ein Friseurgeschäft und habe das vor 1,5 Jahren abgegeben. Gegründet hat das Geschäft mein Großvater, der war kein Friseur. Im Ersten Weltkrieg wurde er eingezogen und hat dort den Soldaten die Haare geschnitten. Und wie der Krieg zu Ende war, kam er zurück nach Höchst und wie ihr euch vorstellen könnt, war keine Arbeit hier. Dann hat er angefangen, in Wohnzimmern einfach Haare zu schneiden, weitergemacht wie im Krieg, hat den Männern die Haare geschnitten. Also meine Großmutter, die war Hebamme in Höchst, die hat halb Höchst auf die Welt gebracht. Fast 1500 Geburten hat sie in Hausgeburten gemacht, das könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet. Und dann haben die beiden zusammen das Haus gekauft in der Erbacher Straße und haben, mein Großvater hat dann das Geschäft gegründet und meine Großmutter war weiterhin Hebamme. Und meine Mutter hat dann Friseurin gelernt und ist dann irgendwann auch in das Geschäft eingestiegen. Das Geschäft war dann so ein bisschen geteilt. In der einen Seite hat mein Großvater gearbeitet, auf der anderen Seite meine Mutter. Und dann kam ich rein und ich wollte Männerhaare schneiden. Und die Frisuren früher waren schon, muss ich sagen, bei den Männern so viel anders nicht. Heute die Mode, kennt ihr alle, den Undercut, die längeren Deckhaare oben. Das kommt ja aus dieser Zeit. Ja? Und dann war meine Zeit lang, da gab es diesen tollen Fokuhila, den kennt ihr auch alle. Ne? Fokuhila, vorne kurz, hinten lang. Was noch besser ist, Fokuhila Olibar, das heißt dann vorne kurz, hinten lang Oberlippenbart. Den hatten sie auch, so die Männer. Gab's. Ello Rech aus Erbach, die ihre Geschichte den Schülern der Ernst-Göbel-Schule erzählte. In Michelstadt waren 25 Schülerinnen und Schüler des Berufsschulzentrums aktiv. Sie machen hier Ausbildungen oder ihr Fachabitur im Bereich Sozialassistenz.
Für das Projekt Odenwälder Köpfe haben sie 12 Menschen aus dem Odenwaldkreis interviewt. Ihre Gesprächspartner, so der Wunsch der Jugendlichen, sollten einen interessanten Beruf haben oder eine besondere Biografie. Gabriele von Lutzau hat beides. In den 70er Jahren war sie Stewardess und hat erlebt, wie Terroristen die Lufthansa-Maschine Landshut entführten. Heute ist sie Künstlerin. Mein Name ist Gabriele von Lutzau. Ich bin Bildhauerin, lebe im Odenwald und das jetzt schon seit über 40 Jahren. Ich bin in Höchst im Odenwald aufgewachsen. Meine Mutter hat dahin geheiratet und dann sind wir aus Frankfurt dahin gezogen. Nach dem Abitur bin ich zur Deutschen Lufthansa gegangen und habe dort einen Flugbegleiterlehrgang gemacht, bin 2,5 Jahre geflogen und dann dummerweise in die Fänge von Terroristen geraten und bin entführt worden nach Mogadischu. Das war der Endpunkt. Dort sind wir dann befreit worden von der GSG 9. Und wenn irgendwo etwas passiert, was mich besonders berührt, und das ist alles, was mit Terrorismus zu tun hat, das ist natürlich etwas, das triggert bei mir irgendetwas, dann macht das Klack, dann geht die Tür auf und dann bin ich betroffener als andere Menschen. Das ist so, als hätte man eine Narbe irgendwo und, oder einen Knochen, der mal kaputt war und wenn das Wetter wechselt, dann tut er weh. So ähnlich ist das. Also die Narben auf meiner Seele, die sagen mir schon, tu jetzt was dagegen. Die Bildhauerin Gabriele von Lutzau. Mit Säge und Holz schafft sie große Skulpturen. Yvonne Niebsch war früher Lehrerin. Heute leitet sie die Jugendwerkstätten Odenwald e.V. und unterstützt Jugendliche auf ihrem Bildungsweg, vor allem beim Übergang von der Schule in den Beruf. Sie war Kooperationspartnerin des Erzählprojekts Odenwälder Köpfe und wurde auch selbst interviewt. Ich bin Berlinerin mit Leib und Seele. Ich wäre nicht so, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht die ersten 30 Jahre meines Lebens dort verbracht hätte. 30 Jahre, das war, als die Mauer gefallen ist. Ich war also bei diesem Mauerfall live dabei. Ich fand es ganz toll. Ein Jahr später habe ich dann auch die Konsequenzen für mich gemerkt. Warum? Ich war mit meinem dritten Kind schwanger und wir haben eine größere Wohnung gebraucht. Und zu dem Zeitpunkt hast du in Berlin eher mit dem Elefanten als Haustier eine Wohnung gekriegt, als mit drei Kindern. Und das war der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir orientieren uns um. Und dann sind wir hier in den Süden gezogen. Für mich war es ein Kulturschock, gebe ich ganz offen zu. Ich kann viele Migranten ein Stückchen verstehen, das klingt jetzt arrogant. Aber als der Nachbar von uns auf mich zukam und dachte ich, wieso bellt der dich eigentlich an? Bis ich mitgekriegt habe, der begrüßt mich. Es hat wirklich gedauert. Und Gott sei Dank hatte ich Kinder, weil die halt in den Kindergarten gegangen sind und dann in die Schule und bin dann so ein bisschen hier reingekommen. Und wie gesagt, seit 30 Jahren bin ich jetzt hier. Und dieses Talente suchen oder zu gucken, wo könnte der hinpassen, was macht dem Spaß, da bin ich jetzt da, wo es mir Spaß macht. Wo sich's richtig anfühlt, dass ich hier bin. Wenn ich sehe, welche Möglichkeiten zum Beispiel hier bei uns wären oder sind, ist es aber so, nach dem Schulabschluss, nach der Ausbildung oder zum Studium gehen viele raus, weil es die Möglichkeiten zur Weiterbildung hier so nicht gibt. Es muss unser Ziel sein, dass ihr wieder zurückkommt. Yvonne Niebsch ist eine von 22 Odenwälder Köpfen. Hülya Sauer kam als Kind aus der Türkei in den Odenwald und hat sich am Anfang sehr fremd gefühlt. Als Lebensmittelhändlerin, die Odenwälder und türkische Spezialitäten verkauft, hat sie sich eine eigene Existenz aufgebaut. Also ich heiße Hülya Sauer, geborene Çelik. Ich bin in Türkei in Ankara geboren, 1965 und lebe seit 1977 in Deutschland. Mittlerweile lebe ich über 40 Jahre hier. Ich habe auch einen deutschen Partner und meine Kinder sind auch mit deutschen Partnern und Partnern liiert. Und wir sind hier zu Hause. Ich habe den Laden 13 Jahre schon. Also meinen Laden, sage ich mal so ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wir haben immer täglich frische Obst und Gemüse natürlich, auch Teesorte, sehr viel regionale ausgesuchte Weinsorte. Es ist ein Feinschmeckerladen, Toilettenpapier bis Zeitungen, Lotto, Tabak ist alles da.
Mein Laden lebt mit Herz und Seele für mich. Und alle meine Kunden, die hier reinkommen, werden mit einem Lachen empfangen. Und wenn sie auch manchmal mit Kummer und Schmerz kommen, es ist nicht nur ein Obst-Gemüseladen, findet auch sehr viel persönliche Gespräche statt. Es ist ein Treffpunkt, ein Austausch hier an Informationsstelle, wo sich die Leute auch mal hinsetzen, Tasse Tee trinken oder Tasse Kaffee oder wenn ich mal koche, einfach mal Süppchen mitessen. Hülya Sauer betreibt in Erbach einen Laden für Obst und Spezialitäten aus dem Odenwald. Rosemary Cadigan war lange Gymnasiallehrerin in Michelstadt. Sie kam aus den Vereinigten Staaten in den Odenwald, als in den 70er Jahren in Deutschland Lehrer gesucht wurden. Ich heiße Rosemary Cadigan, C-A-D-I-G-A-N, wohne in Erbach im Odenwald, war am Gymnasium Michelstadt 35 Jahre lang. Ich wollte an einer amerikanischen Universität Paläographie oder altdeutsche Sprachen unterrichten. Und Anfang der 70er Jahren waren fast keine Stellen, erst recht nicht für Frauen. Und Deutschland hatte so ein Angebot an den Universitäten in Amerika, kommt ein Jahr nach Deutschland, um Englisch zu halten. Ja, da habe ich gedacht, cool, das mache ich auch. Meine Familie ist, als ich geblieben bin, sie hatten viele jüdische Freunde. Und einer von diesen war ein Rechtsanwalt. Und der war dabei, als Auschwitz geöffnet wurde. Er war Teil des Militärs. Und meine Eltern waren sehr kritisch. Und ich musste ihnen immer wieder versuchen zu überzeugen, das Land ist eigentlich viel demokratischer, als ihr glaubt. Wie ich den Odenwald beschreibe, ich sage, das ist ein bisschen wie Wisconsin. Das ist ein sehr, sehr schönes Gebiet hier. Es ist grün, hügelig. Als ich hierher kam, hatten die Schüler alle Karnickel zum Beispiel und kein Telefon, also ein Telefon in der Straße und dann waren die Kinder nur zu erreichen über Nachbars Telefon. Ich selber komme aus einer kleinen Stadt und mir hat es gut gefallen, in eine Gegend zu kommen, wo die Leute sich kennen, ja, und wo Generationen zusammen alle da waren. Rosemary Cadigan über ihr Leben im Odenwald. Dr. Gerhard Bittenbrink wird gelegentlich für Albert Einstein gehalten. Seit über 40 Jahren arbeitet er als Psychiater im Odenwald. Zuerst in einer Klinik, dann mit eigener Praxis. Also ich habe früher mal gesagt, wo gehe ich denn hin? Ja? Und dann habe ich mir gedacht, weil ich hier einmal schon mal durchgelaufen bin, habe ich gedacht, wäre doch gar nicht schlecht so mit Erbach. Ja? Und dann bin ich hier zum Apotheker und der hat gesagt, wir haben oben noch eine leerstehende Wohnung. Das ist die hier. Und da habe ich gesagt, in 2 Monaten bin ich da. Es ging dann so, ich habe dann halt die Schule dann fertig gemacht. Und dann hieß es denn halt, was kannst du? Ja, eigentlich nicht so viel. Das war immer das Richtige dafür, dass man eigentlich besser Medizin studiert, wenn man ein bisschen was kann, aber nichts Richtiges. Die haben mich genommen in Medizin. Einfach so. Und dann bin ich da durch. Und dann habe ich gedacht, was werde ich jetzt? Jetzt wollte ich doch mal was Richtiges werden. Kinderarzt. Die wollten mich nicht. Und in der Pharmakologie, da wollten sie mich auch nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich schon die Doktorarbeit in Neuro gemacht. Und ob sie mich vielleicht da nehmen. Haben sie mich dann genommen. Dann bin ich in die Psychiatrie. Und dann war alles schon gelaufen. Und schon war ich kassiert. Und irgendwann habe ich gedacht, bleibst du in der Klinik oder gehst raus, habe ich gedacht, vielleicht bin ich selber schon ein Patient, wollte mal gucken, ob ich außen noch leben kann, außerhalb von der Klinik. Hat geklappt, ist jetzt 40 Jahre her, mache ich jetzt Praxis hier. Dann hat sich das ganz gut angelassen, die Praxis ist innerhalb kürzerer Zeit also schon angenommen worden, bis auf den heutigen Tag. Der Psychiater Gerhard Bittenbrink über seine Tätigkeit im Odenwald. Schüler des beruflichen Schulzentrums Michelstadt haben ihn und eine ganze Reihe anderer Persönlichkeiten für das Projekt Odenwälder Köpfe interviewt. Begleitet hat sie der Journalist und Radioreporter Matthias Dächer. Mich hat am meisten beeindruckt,
das, was am Ende rausgekommen ist, weil das vorher eben noch gar nicht feststand, sondern da war die Idee im Vordergrund und mit dieser Idee sind wir alle an diesem Projekt Beteiligten in das Projekt reingegangen. Und das ist ja das Spannende bei so einer Geschichte, dass du nie weißt, was rauskommt. Und jetzt am Ende, wo ich sehe, dass eine Website entstanden ist, eine mit Bildern, eine mit Audios, wo ich sehe, dass Schüler, die vorher mit Menschen, mit denen sie sonst keine Begegnung gehabt hätten, dann plötzlich eine haben und sich da etwas aufbaut, das waren so die Momente, wo ich gedacht habe, wenn man das alles am Ende zusammen sieht, das Ergebnis, und auch dann die leuchtenden Augen von vielen Schülern, die gesagt haben, wir hätten uns das auch nicht vorstellen können, dass das da rauskommt, was rausgekommen ist, dann ist das, was mich am meisten beeindruckt. Ich bin die Jessica Ulrich, ich bin 17 Jahre alt und ich mache bei dem HR-Projekt mit, weil ich gern so über Leute, die schon was erlebt haben, gern mehr wissen will. Mein Name ist Dogokan Temir, ich bin 19 Jahre alt. Ich mache bei dem HR-Projekt mit, da ich mich mit Ton und Aufnahmen selber privat beschäftige und deswegen interessiert bin. Ich bin die Caroline Gref, bin 16 Jahre alt, gehe in die 11. Klasse in die Sozialassistenz, Fachabitur. Und ich mache beim HR-Projekt mit, weil es mich interessiert hat, was es für verschiedene Leute gibt und was die für interessante Sachen machen. Hallo, ich bin die Miriam, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Erbach. Ich freue mich auf die Menschen. Ich bin die Chiara Lea Seger, ich bin 16 Jahre alt. Und ich mache bei dem HR-Projekt mit, weil mich Geschichten von anderen Personen interessieren, die schon zum Beispiel viel in ihrem Leben erlebt haben. Also ich bin die Ann-Kathrin Daum, bin 17 Jahre alt. Ja, ich bin beim HR-Projekt dabei, weil ich es interessant finde, mehr über die Leute und deren Leben und deren Alltag so kennenzulernen. Ich bin die Selina Schulz, 17 Jahre alt. Ich finde das Projekt Odenwälder Köpfe interessant, dass sie herausfinden wollen, wer hier eigentlich im Odenwald wohnt. Mein Name ist Valentino, ich bin 20 Jahre alt. Das Interview und allgemein die ganze Prozedur, wie das durchgeführt wurde, war für mich sehr interessant. Ich habe sehr viel dazulernen können und war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Die Schüler am beruflichen Schulzentrum in Michelstadt absolvieren eine Ausbildung als Sozialassistenten. Wilfried Schulz ist der Direktor der Berufsschule. Ihn besuchten die Schüler zum Interview in seinem Arbeitszimmer. Wenn man jung ist, dann will man mal raus. Und das ist ja auch gut so. Und etwas anderes sehen, neue Erfahrungen machen. Das Zweite ist natürlich, wir haben hier kein einziges Hochschulangebot in der Region. Deswegen arbeite ich mit den anderen gemeinsam daran, wie können wir unseren jungen Leuten auch hier in der Region weiterführende Qualifikationen bis zum Hochschulstudium anbieten, damit sie nicht in die großen Städte gehen und am Ende unsere klugen jungen Köpfe nicht mehr zurückkommen. Wilfried Schulz, Schulleiter des beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis, über mögliche Perspektiven für die Bildung im Odenwald. Stefan Sonnenburg kam durch einen Zufall in die Region. Der ausgebildete Koch wurde hier zum Berufsschullehrer. Mein Name ist Stefan Sonnenburg. Ich bin jetzt hier an der BSO, bin ich Fachlehrer für die Fachpraxis in der Küche. Ich bin eigentlich im Schwarzwald groß geworden, war dann ein bisschen auf der Welt unterwegs, bin jetzt dann irgendwann über Umwege hier im Odenwald gelandet. Ich habe Abitur gemacht und mein Vater wollte eigentlich danach, dass ich gleich studiere. Und ich habe mir gedacht, naja gut, vielleicht mache ich doch erstmal eine Ausbildung. Und das ist dann, weil ich früher auch immer gern gekocht habe, ist es dann Koch geworden. Und ich hatte auch so ein bisschen den Gedanken, dass ich ein bisschen mal auf der Welt unterwegs sein will erstmal. Und da bin ich dann auf eine Kollegin wieder aufmerksam geworden, mit der ich den Betriebswirt gemacht habe. Die ist im Odenwald in Kortelshütte im Weißen Lamm gelandet. Und die haben dort dringend einen Koch gesucht. Da bin ich dann dorthin und so bin ich dann in der Kortelshütte in der Schönen gelandet. Und nach 2 Jahren hat sich dort auch wieder was getan. Also Gastronomie ist immer sehr schnelllebig und viel Veränderung. Und dann habe ich mich beim Land Hessen beworben einfach, weil ich dann gerade gesehen habe, die brauchen Berufsschullehrer. Und da wurde ich dann auch genommen und dann bin ich 2011 hier ins Referendariat gekommen, habe das beendet und bin jetzt eben Fachpraxislehrer. Hallo, ich bin die Nestle Jan-Zeligetz, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache mit, weil es mich interessiert, was andere dazu treiben, hier zu wohnen. Ich bin der Marvin Lemmer, ich bin 21 Jahre alt. Ja, ich mache meinen Sozialassistenten hier, wie die anderen auch, weil ich auf jeden Fall mit Menschen arbeiten will, wo das Projekt hier auch ein guter Punkt ist eigentlich. Also ich finde es generell interessant, neue Dinge auszuprobieren. Ich bin die Esraela, bin 19 Jahre alt, wohne in Höchst und ich habe hier teilgenommen, weil ich dachte, das würde mir Spaß machen. Mein Name ist Brian Gotting, ich bin 19 Jahre alt und ich mache hier bei dem Projekt mit, weil ich gerne wissen will, wie es im Radio ist.
Ich bin der Karin Karogetz, ich bin 20 Jahre alt und ich mache bei dem Projekt mit, weil ich mich generell für Interviews interessiere. Ich bin Daniel Celikötz, ich bin 18 Jahre alt und ich mache bei diesem Projekt mit, um auch mal dieses Radio-Ding mitzuerleben und selber zu sehen, wie es ist, ein Interviewer zu sein. Ich bin der Manuel Löb, ich bin 24 Jahre alt und ich mache bei dem Projekt mit, weil ich mal beim Radio mitmachen wollte und ich mal die Technik kennenlernen wollte, die dabei eine Rolle spielt. Mein Name ist Zana Erdogan. Ich habe mich auch dafür entschieden, hierher zu kommen, also weil mir es einfach wichtig war zu sehen, wie ein Reporter arbeitet. Ich bin die Büschra Karaja, ich bin 18 Jahre alt und bin auch hier, weil es mich interessiert, andere Leute zu interviewen, weil ich vieles über andere Menschen wissen möchte. Ich dachte, naja gut, wenn da eine gewisse Mitarbeit ist, kann es ganz nett werden, aber im Nachhinein war ich einfach nur wirklich begeistert. Von den Schülern vor allem, weil die sich so eingebracht haben. Also es gab keine Situation, wo ich mich nicht auf die Schüler verlassen konnte, wenn wir irgendwas abgesprochen haben. Sie waren da, sie waren vorbereitet, sie waren interessiert. Jumala Sommer ist Schulsozialarbeiterin am beruflichen Schulzentrum in Michelstadt. Sie hat die angehenden Sozialassistenten durch das Projekt begleitet. Ziel ist auf jeden Fall Generationen zusammenführen, Schülern die Möglichkeit geben, mit Menschen, mit denen sie normal nie sprechen würden, mal zu sprechen, offen Fragen zu stellen. Und so verschiedene Lebenswege kennenzulernen. Vielleicht auch zu erfahren, warum bleibt man überhaupt im Odenwald oder warum hat es einen hierher verschlagen. Evelyn Hoffmann ist aus Ostdeutschland nach Michelstadt gekommen. Die Lehrerin hat nach ihrem Ruhestand einen ungewöhnlichen Job übernommen. Ich wollte eigentlich weiterhin im Schuldienst bleiben, aber das war nicht möglich. Ich hatte vorher schon gewusst, dass ich irgendetwas tun musste. Und dann habe ich ihn da in einer Zeitschrift gelesen, dass es diese Au-pair-Sache gibt und habe mich sofort mit Granny Au-pair in Verbindung gesetzt. Habe ganz viele Zuschriften bekommen und zwei Wochen nach Aufhören meiner Arbeit in der Schule saß ich im Flieger nach Amerika. Ich hatte dort ein 3 Monate altes Baby zu betreuen in Portland, im Bundesstaat Oregon am Pazifik, und das hat mir gezeigt, das ist genau das, was ich jetzt weitermachen möchte. Und das mache ich jetzt seit 4 Jahren. Immer 3 Monate. Und dann muss ich wieder nach Hause und einen neuen Visa-Antrag stellen. Und 2 Wochen später fliege ich wieder hin. Das mache ich, solange ich noch keinen Rollator brauche. Man hat ja früher nicht viel von der Welt gesehen. Ich wollte damals als Kind immer mal die Alpen sehen und so weiter. Und nach der Wende war meine erste Fahrt in die Alpen. Und jetzt erfülle ich mir den Wunsch, die Welt zu sehen. Die Au-pair-Oma Evelyn Hoffmann über ihren Alltag zwischen Odenwald und weiter Welt. Sie ist eine von 22 Personen aus dem Odenwaldkreis, die Schülern ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Ein anderer Odenwälder Kopf ist Reinhold Ruhr. Er war 30 Jahre lang Bürgermeister von Michelstadt. Spektakulär hat mir gefallen. Das Jubiläum 500 Jahre Rathaus Michelstadt. Das haben wir ganz ein Jahr lang gefeiert. Da haben wir eine Briefmarke bekommen, da hatten wir einen Festakt, da haben wir Buchreihe begründet. Also das war für mich der Höhepunkt. Und Michelstadt hat einen enormen Reiz als Stadt und auch von der Stadtgeschichte her. Es ist eine Kleinstadt, mit der man sich sehr stark identifizieren kann. Ex-Bürgermeister Reinhold Ruhr über seine enge Verbundenheit mit Michelstadt. Auch Christine Mendle hat einen Beruf, der sie mit der Bevölkerung in und um Michelstadt sehr verbunden hat. Hebamme zu sein, eigentlich bin ich es immer noch, weil ich glaube, das gibt man nie ab, Hebamme zu sein. Wenn ich zurückschaue auf meine 43 Jahre Berufstätigkeit, dann glaube ich, habe ich ein sehr erfülltes, ein reichhaltiges Berufsleben gehabt. Mein Beruf war ja auch eigentlich auch mein Leben, und von daher gucke ich jetzt ganz zufrieden zurück auf das, was war. Ich habe so aufgehört zu zählen bei 3000 Geburten. Ich hatte ja lange Zeit die Hebammenpraxis hier in Michelstadt-Steinbach, und die Frauen kamen zu mir bereits in der Schwangerschaft, zur schwangeren Vorsorge, zu Beratungen bei Schwangerschaftsbeschwerden, zu den Geburtsvorbereitungskursen. Zur Geburt gingen sie ins Krankenhaus Erbach. Und ich habe sie dann begleitet ab dem Zeitpunkt der Krankenhausentlassung. Und heute sehe ich immer wieder Mütter, die sagen, erinnern Sie mich noch, kennen Sie mich noch, das ist meine große Tochter, denen haben Sie mir auf die Welt geholfen. Und so begegnet man immer wieder Menschen hier im Umkreis, ja, mit denen ich zu tun hatte, als sie noch im Kinderwagen lagen.
Steven Beres ist der jüngste der Befragten. Er ist Fahrschullehrer und konnte und wollte sich bisher nie vom Odenwald lösen. Ich bin Steven, bin 28 Jahre, wohne in Villbrunn, bin Fahrlehrer. Was ich sehr interessant finde, sind zum Teil die Menschen im Odenwald. Was ich aber noch viel, viel besser finde, ist die Region an sich, unsere Landschaft. Wir haben verschiedene Punkte im Odenwald bzw. um Villbrunn rum, wo wir uns abends in der Regel immer treffen, hatten Autos zum Teil mit den Mopeds schon, können Musik hören, können mal ein Feuer machen, alles zwanglos. Können uns draußen hinschillen, ja, einfach locker. Wir sind an der frischen Luft und es ist halt doch schon ganz cool, wenn man zu seinem Freundeskreis so 20 bis 30 Leute zählen kann, ja, auf die man sich eigentlich immer verlassen kann. Und das ist, glaube ich, auch was nicht jeder hat. Ich bin Katharina Lehmann, ich bin 13 Jahre alt, ich möchte mal Designerin werden. Am Projekt hat mir gefallen, dass ich so viele Menschen kennenlernen durfte, die halt im Odenwald groß geworden sind. Also ich bin Justina Sahif, ich bin 15 Jahre alt. Meine Hobbys sind halt Zeichnen und Malen. Ich finde es schön am Odenwald, dass es halt hier frische Luft gibt und dass es hier halt nicht so viel Kriminalität gibt. Ich finde es halt nicht so gut, dass die Züge halt öfters Verspätung haben. Ich bin die Sophie Noemi Reimer, ich bin 13 Jahre alt und ich spiele total gerne Volleyball. Ich fand die Marina Schaap sehr interessant, weil sie hat sehr offen gesprochen, sie hat nicht viel gezögert und auch einfach die Geschichte durch den Dialekt, das hat mich begeistert. Ich bin Levi Fleig, bin 14 Jahre alt, in meiner Freizeit fahre ich Skateboard und am Odenwald gefallen mir die umliegenden Wälder. Mein Name ist Theresa Rosnau, ich werde dieses Jahr 14 Jahre alt. In diesem Projekt hat mir es besonders gut gefallen, dass viele Leute über ihr Leben so offen erzählt haben und ja, man sehr viel erfahren konnte. Mein Name ist Daniel Lickball, ich bin 14 Jahre alt. Mein Traumberuf ist, ein Arzt zu werden. Was ich am Odenwald sehr gut finde, ist, dass es sehr grün ist, also die Wälder und so, und dass es nicht so schmutzig ist. Mein Name ist Inja Barucic und ich bin 15 Jahre alt. Ich hatte den Dirk Daniel Zucht interviewt und mir gefiel das besonders, da er ziemlich viel von seinem Leben erzählte und es ziemlich spannend war, was alles in seinem ganzen Leben geschah. Mein Name ist Oliver Plitt, ich bin 13 Jahre alt, mein Hobby ist Fußball spielen. Mein Traumberuf ist Architekt und am Odenwald finde ich gut, dass hier so viel Natur ist. Ich heiße Anastasia Esner, ich bin 14 Jahre alt und meine Hobbys sind Zeichnen. Das Interview von Herr Häusel hat mir am besten gefallen, denn es war spannend zu hören, wie die Jugend und Kindheit früher im Odenwald war. Mein Name ist Niklas Schmidt, ich bin 14 Jahre alt. Mir hat dem Projekt gefallen, dass da sehr nette und aufgeschlossene Menschen waren. Die haben ziemlich gut geredet. Mich hat es auch sehr interessiert, das da zu machen mit der Technik und so weiter. Mein Name ist Asmin Yildiz, ich bin 13 Jahre alt und am Odenwald gefällt mir, dass es hier frische Luft gibt, also keine dreckige wie in Großstädten und sauberes Leitungswasser. Am Projekt hat mir gefallen, dass Leute gekommen sind, denen wir Fragen stellen konnten und dass es eine Abwechslung war. Mein Name ist Angelina Litwitz, ich bin 14 Jahre alt. Mein Hobby ist Boxen und an diesem Projekt hat mir gefallen, also es war ein komplett neues Erlebnis. Ich bin Amy, ich bin 13 Jahre alt, ich möchte mal Lehrerin werden. Und ein Projekt hat mir besonders gut gefallen, dass man erfahren hat, wie die Menschen hier früher aufgewachsen sind, ohne soziale Medien und so. Das waren Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 der Theodor-Litt-Schule in Michelstadt. Sie haben für das Erzählprojekt Odenwälder Köpfe den ehemaligen Landrat Horst Schnur, die Lebensmittelhändlerin Maria Steffen, den Jugendpfleger Dieter Holz und die Dialektlehrerin und Sängerin Marina Schaap als Interviewpartner gewonnen. Horst Schnur kennt die Entwicklungen und Veränderungen im Odenwaldkreis wie kein anderer. 18 Jahre lang war er hier Landrat, von 1991 bis 2009. Kindheit war im Odenwald eigentlich ab dem 10. Lebensjahr. Vorher war man ausgebombt. Und da wohnten wir in einem Bretterverschlag in einem alten Tanzsaal in Klein-Umstadt. Hat der Opa mit Bretter abgeteilt, hoher Raum. Die Oma, der Opa, meine Mutter und ich. Mein Vater ist in Stalingrad gefallen. Also wir wohnten da in einer Notunterkunft bis 1953, wo meine Mutter Kindergärtnerin wurde. In Mümling-Grumbach, das ist hier bei Höchst.
Ich habe in Mümling-Krumbach damals die Pfadfinder aufgebaut, die christlichen Pfadfinder, und ich bin heute noch zahlendes Mitglied. Mir passt kein Hemd mehr und insofern bin ich auch rausgewachsen aus all den Symbolen. Aber durch die Pfadfinderarbeit war das so eine Aufgabe, Pfade zu finden, Wege zu finden, um Probleme zu lösen. Das beschäftigt mich bis zum heutigen Tag. Wie kommt man zu einem Ziel? Welchen Weg geht man? Ich habe immer so, auch schon hier in der Schule, wie ich hier Schulleiter war, immer so einen Grundsatz vertreten, Kopf, Herz und Hand, und habe immer dran gehängt, mit Gemüt und Bauch. Das heißt, es muss auch gemütlich sein. Man muss auch hier essen und trinken können. Deshalb habe ich mit den Bauern damals die Direktvermarktung gemacht. Die Odenwälder Kartoffelwoche, die Odenwälder Lammwoche. Warum Kartoffel? Jeder lächelt, viele wissen das nicht. Die wichtigsten deutschen Kartoffelsorten kommen aus dem Odenwald. Und deshalb habe ich mit den Bauern und mit der Gastronomie die Idee entwickelt, wir machen mal eine Kartoffelwoche. Heute ist alles zu stark verkopft. Man weiß gar nicht mehr, was man mit seinen Händen machen kann. Und Gemüt, es muss auch gemütlich sein. Man muss sich wohlfühlen. Und das ist ganz wichtig. Und dafür trete ich ein. Und deshalb ziehe ich auch mal die Tracht oder habe die Tracht angezogen. Ich habe eine einfache, eine eigene Tracht. Der Odenwald hat seinen Charme, diese Verbindung von Tälern und Wiesen und Wäldern ist ganz fantastisch. Und dieser Landschaftstyp, der muss unbedingt erhalten werden. Dafür kämpfe ich. Horst Schnur über seinen Odenwald. Maria Steffen hat in den 50er Jahren mit ihrem Mann einen Lebensmittelladen gegründet. Sie erinnert sich noch sehr gut an die armen Jahre im Odenwald. Ich bin als zweites Kind geboren von 8. Und da mir zu Kindheit arm gewohnt habe, wie man sagt, zwar wohl das eigene Haus von den Eltern, der Vater ging arbeiten, die Mutter ging mit auf den Dachlohn. Es gab keinen Elektroherd, es gab keine Heizplatte. Dann musst du Feuer anstecken und hast die Milchflasche kochen müssen. Hast die kleinere Geschwister mittags aus dem Bett geholt, hast sie trocken gemacht, hast sie frisch gemacht. Ja, das war dann. Dann ging ich in die Schule. Ja, du hast heute Mittag die Kinder zu nehmen und nach dem Nachtessen, dann kannst du deine Hausaufgabe machen. Da waren wir ja so mit, dass wir das gar nicht mehr zusammengebracht haben. Und dann kam ich nach, in Klingenberg wird die Schneiderei aufgemacht, versuche mal, ob du da hinkommen kannst. Naja, wie viele Kinder seid ihr daheim, hat der Chef gesagt. 8. Naja, ich überlege mir, vielleicht nehme ich dich. Und er hat mich genommen, das war ja Ausbeutung. Ein halbes Jahr haben wir einen Minilohn gekriegt, damit wir die Nähmaschinen behandeln oder bedienen konnten. Das war eine, also ich war froh, dass ich dort bleiben konnte. Und da war ich dann bis 55. Und 55 bin ich hier über Frave, ich bin dann in die Veit gegangen, war 10 Jahre in der Veit, habe geheiratet, 2 Söhne. Dann ging die Ehe auseinander. Ich kam nach Wetzlar. Ja, ich musste ja von was leben. Ich war alleine. Und da hat die Dame gesagt, da wird in der Fleischabteilung eine Verkäuferin gesucht. Meinst du, du kenntest das? Ja, und da bin ich hin, habe gefragt. Ja, 4 Wochen kriege sie fast kein Gehalt. Ganz minimal. Man weiß ja nicht, ob sie Leber und Blutwurst auseinanderscheiden können. Schnitzel und Kotelett wird sie auseinanderkennen durch die Hausschlachtung. Dann haben die mich ein Vierteljahr umgeschult, wie man so sagt. Dann war ich dort 5 Jahre als Fleischverkäuferin. Aber die Heimat, der Odenwald hat gezogen. Und dann hatte ich hier 2 Kinder, die ich ja auch immer gern gesehen hätte. Und das war der Grund. Ach, und hier hat es mich hergezogen, hier ist das eigene Haus. In den 50er Jahren konnte Maria Steffen mit ihrem Mann ein Lebensmittelgeschäft gründen. Heute ist sie Rentnerin. Der Journalist Rolf Müller hat die Schüler der Theodor-Litt-Schule bei ihren Interviews betreut. Im Gegensatz zu den Interviews, die ich als Profi mit Menschen mache, ist mir aufgefallen, dass die Interviewten den Schülern gegenüber sehr offen sind, sich sehr große Mühe geben, verständlich zu sprechen, auch über komplizierte Dinge, und dass sie sehr authentisch und ehrlich sind. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Interviews so authentisch und ehrlich klingen, weil es Schüler waren, die die Fragen gestellt haben und keine Erwachsenen. Die Antworten sind einfach anders. Am besten fand ich eigentlich die Begeisterung, mit der die Schüler das gemacht haben.
Das hat ihnen richtig Spaß gemacht. Sie haben auch hinterher erzählt, was ihnen Spaß gemacht hat, welche Gespräche sie besonders spannend und interessant fanden. Aber die waren da echt mit Begeisterung dabei. Ich vermute mal, weil es mal was ganz Neues für die war. Das haben die nicht erlebt, dass das Leben mal so richtig in die Schule kommt. Und dass sie Dinge über Menschen erfahren haben, Erwachsene, die sie vielleicht von ihren Eltern anderen noch nicht so gehört haben. Ja, auch Lehrer machen das ja nicht, dass sie über ihr Leben etwas erzählen. Und das war für die, glaube ich, ganz spannend, das zu erleben. Jeder Interviewpartner brachte eine neue Perspektive. Dieter Heusel ist Jugendpfleger in Michelstadt. Er erzählt von seiner eigenen Jugend in den 70er Jahren mit Moped und Langhaarfrisuren. Mit 15 war ich schon in der Lehre. Da hat mein Alltag so ausgesehen, dass ich den ganzen Tag geschuftet habe wie ein Irrsinniger. Ich hatte Zeiten, da habe ich morgens aufgestanden und habe gedacht, Mensch, jetzt schon wieder, das darf nicht wahr sein. Und abends dann froh war, mich mit Freunden treffen zu können. Und wir haben dann Musik gemacht. Mehr schlecht als recht, aber wir hatten Spaß. Die Musik spielte für uns eine Riesenrolle, weil darüber haben wir uns auch definiert. Wir haben damals schon angefangen zu versuchen, selber Lieder zu schreiben. Ja, ich war auch ziemlich sicher, dass wir jetzt damit ganz groß rauskommen, aber es war dann doch nicht so. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Die Leute waren auf der einen Seite viel toleranter gegenüber Lärmentwicklung durch Kinder, Jugendliche. Und wir hatten den großen Vorteil, wir konnten in der Phase, wo man sich vom Elternhaus ablösen will, unsere Eltern noch provozieren. Und das war ganz leicht. Du hast dir die Haare nicht schneiden lassen, da gab es Streit zu Hause, da sind Tränen geflossen, da durftest du nicht am Tisch essen sozusagen. Unsere Musik fanden unsere Eltern grauenhaft und das war ja ein gigantisches Geschenk. Das war ja was, was uns Jugendlichen gehört hat. Und heute, wenn du irgendwas hörst, und da sagt der Vater wahrscheinlich, wann gehen wir aufs Konzert? Das wäre bei uns undenkbar gewesen, mit dem Vater aufs Konzert gehen. Dirk Heusel, Jugendpfleger aus Michelstadt, über seine Jugend im Odenwald. Eine Kulturarbeiterin ist auch die Grundschullehrerin Marina Schaab. Sie hat für ihre Schüler eine AG zum Lernen des Odenwälder Dialekts eingeführt. Sie selbst spricht nicht nur im Dialekt, sondern singt auch. Mein Name ist Marina Schaab. Ich bin 38 Jahre aus dem kleinen Dorf Mittlechtern. Das ist ein Dorf mit 600 Leid, ist ein Bäsch mit drin und ein Teich mit Fische. Und es gibt einen Fußballverein und einen Sportverein. Ich bin Krauswann in einer Familie mit Bauernhof im Eurowold mit 3 Geschwistern. Meine Oma und mein Opa, die waren auch bei uns im Haus. Bei uns war immer viel los, es war eine tolle Kindheit. Wir waren immer viel draus, haben viel Musik gemacht. Es gibt einen Kindergarten und eine Schule. An der Schule war ich selber als Kind und eine Zeit bin ich Lehrerin an der gleichen Schule. Ich habe überlegt, was für eine AG könnte ich denn mal anbieten. Und ich habe dann damals gedacht, gucken wir doch einfach mal vor die eigene Haustür. Lernen wir doch mal was über die Dinge, die einfach vor der Tür sind, die direkt da sind. Und was ich mitbringen konnte, war halt die Musik und der Dialekt. Ich bin halt ein Odenwälder Kind, ich bin aufgewachsen im Odenwald und habe dann den Kindern das Angebot gemacht. Und interessanterweise, die fanden das alles sofort total toll. Also das, was ich früher als eher schnarchig empfunden habe, da jetzt noch ein Volkslied zu singen, um Gottes Willen, fanden die Kinder total klasse. Die einen, also die das schon konnten, die haben mit Begeisterung mitgemacht, die das noch nicht konnten oder keine Berührung damit hatten, die haben das auch sehr interessiert einfach aufgenommen und wollten das auch lernen. Und was auch schön war, dass dann so generationenübergreifend was passiert ist, dass plötzlich die Omas und die Opas kamen und sagen, ach wie schön, die Kinder lernen das jetzt wieder und es wird jetzt wieder was Tolles draus gemacht. Und so haben die Kinder auch von zu Hause dann wieder gesagt, die Oma hat mir ein Gedicht mitgegeben und der Opa singt mit mir jetzt immer dieses Lied. Das hat dann auf die Art und Weise halt wirklich Kreise gezogen, dass auch viele, die von uns gehört haben, also Vereine zum Beispiel oder wenn irgendwo Festlichkeiten waren, die haben dann immer gefragt, ob nicht die Kinder von der Schule am Katzenberg was Odenwälderisches vorsingen könnten. Aare hat se sau wunderschön, die leichte grad wie von fern. Grad wie ein Karfunkel im Auweloch, Auweloch, wie verrußt die Laternen. Grad wie ein Karfunkel im Auweloch, Auweloch, wie verrußt
die Laternen. Die Dialektlehrerin Marina Schaab. In der Kulturszene Hessen hörten Sie Stimmen und Geschichten aus dem Projekt Odenwälder Köpfe, für das Schülerinnen und Schüler aus dem Odenwaldkreis 22 Menschen über ihr Leben im Odenwald befragt haben. Zusammengestellt hat diese Sendung Christiane Kreiner. Die ganzen Erzählungen können Sie auf unserer Webseite www.hr2.de anhören. Hier können Sie die Odenwälder Köpfe auch sehen. Die Fotokünstlerin Anja Jahn hat sie in ihrer Umgebung porträtiert. Angestoßen wurde das Mehrgenerationenprojekt von HR2 Kultur im Rahmen von Literaturland Hessen – Raus aufs Land. Gefördert wurde das Projekt vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Partner waren die Jugendwerkstätten Odenwald e.V., die Ernst-Göbel-Schule in Höchst, die Theodor-Litt-Schule in Michelstadt und das berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt. Am Mikrofon war Caroline Sinur.